Yo, yo, ihr verrückten Biester, Tiro und ich haben mal wieder Plots bewertet. Das wird jetzt erstmal das letzte Plot-Bewerten-Video sein, wo Tiro dabei ist. Wir haben wieder viele Verbesserungsvorschläge gegeben und am Ende sind wir sogar noch auf einen Plot gestoßen, was wir angenommen haben. Also heute wird mal jemand angenommen. Wenn euch also interessiert, wie ein Plot aussehen sollte, was uns reicht, um einen Rang höher zu kommen, dann bleibt bis zum Ende dran und schaut euch das Plot am Ende auf jeden Fall nochmal an. Ansonsten bleibt nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Viel Spaß beim Zuschauen. Können wir weiterschauen? Ich will noch ein gutes Plot, wirklich ein sehr gutes Plot, einfach zum Zeigen sehen, damit wir den Leuten auch ein bisschen, ja, nicht die ganze Hoffnung nehmen. Ich weiß schon, dass es ziemlich deprimierend ist, wenn man da so viel Kritik einstecken muss, aber es ist wichtig einfach, damit man sich verbessert. Okay, schauen wir mal das Plot an. Wir haben hier Terraforming, wir haben hier Bäume und wir haben Struktur. Das ist sehr gut. Ich glaube sogar Einrichtung bei der Struktur. Okay, nett, nett gestaltet. Wir haben hier eine Stufe, sehr gut, Stufen, Leute, wichtig. Oh, schöne, das ist eben, schau, wenn ihr in einen Raum reingeht, wirkt er viel besser, wenn zum Beispiel so eine Erhöhung drin ist. Ihr habt ja zum Beispiel so ein kleines Geländer dann hier. Das Bett ist ein bisschen vielleicht unpassend in dem Raum, aber ja, Man könnte hier zum Beispiel schlafen. Dann. Den kleinen Vorgarten übrigens richtig cool mit diesen Trapdoors. Finde ich voll das coole Detail. Kommen gleich. Warte mal, ich schaue mir noch die Überetage an. Ja, hier haben wir noch ein bisschen Storage, also ein bisschen Lagerraum. So, jetzt schauen wir uns das Außen hier an. Ah ja, der Vorgarten. Ja, der ist cool. Der das ist halt eine ganz, ganz cool gemacht eigentlich. Dann schauen wir uns mal die Sachen im Detail an. Wir haben hier einen Baum, der schon besser ist als die anderen, muss ich sagen. Er ist auch ein bisschen größer, was das Ganze einfach ein bisschen mehr wie ein mächtiger Baum und mit einer mächtigen Baumkrone aussehen lässt. Wir haben hier noch das Problem, dass keine Luft zwischen den Blättern ist. Dadurch wirkt es, als wäre hier so viel Laub oben, dass der Baum in sich zusammenklappt. Zum Beispiel hier diese ganzen Äste fallen hier ein bisschen runter. Einfach ein bisschen versuchen, das Ganze aufzulockern durch Luftblöcke dazwischen. Das kann man durch random Befehle oder halt durch Sätzen, durchs richtige Sätzen auch machen. Genau, die Form des Baums ist ganz gut. Wir haben hier unten einen soliden Stamm mit einem Übergang, wo es ein bisschen dünner wird. Und die Äste sind einfach das Laub, was da ein bisschen problematisch ist. Das Terraforming an sich ist nicht so viel. Es ist sehr minimalistisch. Hügeln ein paar. Und hier haben wir einen kleinen Felsvorsprung. Hier geht es irgendwie runter. Hier ist ein Wegblock. Das ist ein bisschen komisch. Aber coole Gestaltung von Landschaft hier auf der Seite. Nur ist mir dabei einfach im Auge, dass ich diese Struktur sehe. Und ich weiß, dass diese Struktur vor dem Terra da war. Und das ist ein großer Kritikpunkt, Leute. Immer Landschaft zuerst. Richtig. Es war auch nie irgendwie ein Gebäude da, bevor man hier irgendwie Landschaft herum generiert hat. Vielleicht irgendwo in einem Freizeitpark oder so, aber nicht hier. Einfach darauf achten. Die Struktur an sich hat wieder den Aufbau, den wir kennen. Ein Rechteck, wenn wir von oben drauf gucken, mit einem Turm. Es ist ein Anbau da. Das ist super. Nur das Detail, was mir auch ja ein bisschen weniger gut gefällt, einfach weil hier sehr viel mit verschiedenen Holz, einfach sehr dunklen Tönen gearbeitet wurde. Wir haben hier einen Eichenholzstamm, der das Ganze quasi halten soll. Und dann haben wir Dark Oakwood. Wir haben hier noch Fichtenholzbretter. Bei kleineren Strukturen ist es vielleicht sogar naheliegend, dass man versucht, mit nicht zu viel verschiedenen Tönen von Farben zu arbeiten. Versucht vielleicht euch ein bisschen an helleren Brauntönen zu halten, dass ihr einfach ein bisschen besser aufbauen könnt und ein bisschen besser detailt. Weil ihr habt hier ein fettes Detail drin. Also man sieht hier, dieser Rahmen, der sich um das Haus zieht, ist einfach viel zu groß eigentlich für das ganze andere Haus mit diesem kleinen Eingang und mit den Säulen etc. Einfach hier auch wieder aufpassen, einen Stein nicht oben benutzen, eher unten, nicht auf irgendwelche Holzstämme setzen und dann hier oben plötzlich in nur Stein übergehen. Ja, wie halt auch normalerweise, ne? Also Stein ist eher gut fürs Fundament und fürs Dach vielleicht eher Holz benutzen, so wie es halt auch in echt ist. Stellt euch mal ein Haus vor, was unten nur aus Holz besteht und oben dann total schwer, das würde in sich zusammenfallen und das ist dann so ein Logikfehler und der fällt auch auf und wirkt halt fürs Auge einfach nicht so ganz angenehm. Deswegen lieber andersrum, als es hier eben gemacht wurde. Das sind wirklich gute Ansätze. Wir haben hier noch eine Mauer hinten, die gehe ich jetzt nur mal kurz anschauen. Die hat eigentlich ganz gutes Detail. Übergänge sind vorhanden, ein bisschen mehr Tiefe vielleicht, aber ist halt schwer auf diese Größe. Einrichtung geht nicht viel, ist halt sehr dünn. Das wäre jetzt kein Ablenkgrund, sagen wir so. Die Struktur an sich, da hat es ein paar Probleme. Wie gesagt, aufpassen. Wie gesagt, die Scaling. Scaling ist ein wichtiger Begriff beim Bauen. Aufpassen, einfach die Details dem Scaling anpassen. Also wenn ihr auf dem Scaling eines Player-Männchens baut, Scaling sind Größenverhältnisse, um das Wort nochmal so zu sagen, falls es jemand nicht kennt. Wenn man sieht, okay, das Männchen, das hier lebt, ist einfach so groß, dann sollte auch dieses Detail angemessen groß sein und nicht wie so ein Riesenrahmen hier um das Haus draufgesetzt sein. Und dann sieht man ja eh, dass es sich ein bisschen schwer tut mit dem Detail und auch mit der Fassade. Hier wechselt ja teilweise Holzfassaden in Steinfassaden. Es ist einfach teilweise ein bisschen fehlerhaft. Und diese Fehler müssen erst verbessert werden, dann gibt's Neuling. Wir haben eine andere Art von Bäumen beim nächsten Plot. Das finde ich interessant. Jetzt versuchen wir wieder ein bisschen Fahrt aufzunehmen. Wir haben hier, wie gesagt, schon eine andere Art von Bäumen. Wir haben hier Palmen. Wieder ein Strandfeeling. Das ist ein bisschen besser umgesetzt als das letzte, fand ich, weil hier ein bisschen mehr Variation im Terrain gemacht wurde mit diesen verschiedenen Steinen hier. Das gibt dem Ganzen ein bisschen Feeling. Es ist leider wenig Terraforming. Ja. Es ist eigentlich kein Terraforming. Ja, ist ein bisschen drumrum gemogelt. Drumrum gemogelt. Das darf man halt, wenn man wirklich alles
andere wirklich gut kann. Auf das gehen wir jetzt auch ein, weil ein großes Problem, das wahrscheinlich schon viele gesehen haben, die auch ein bisschen bauen, ist das Dach. Das Dach ist nicht wirklich eingebunden und nicht wirklich gut integriert auf das ganze Fundament, auf die Fassaden, auf die verschiedenen Seiten des Hauses. Man sieht hier zum Beispiel bei dem Turm, dass das Dach irgendwie hier anfängt und dann die Säulen immer noch weiter höher gehen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Einfach versuchen, das Dach wirklich als Endpunkt des Hauses oben zu sehen. Und das schließt quasi das ganze Gebäude oder die Struktur ab. Es ist von der Thematik her cool getroffen. Es ist sehr wirres Detail teilweise mit Schildern in der Fassade und Zäunen. Da gibt es viele Tipps und auch Beispielplots, die das einfach zeigen, wie man besser Detail setzt. Da auch drauf aufpassen. Übergänge auch wieder vorhanden, die aber nicht gut gedetailt sind. Wir haben hier zum Beispiel nur ein Slab oder hier unten haben wir verschiedene Stufen, die aufeinander gesteckt wurden. Und auch die Säulen sind sehr leer. Wenn man das sich mal anguckt, das zieht sich hier durch. Da könnte man einfach noch ein bisschen mehr machen. Und deswegen sind da noch ein paar Fehler, die wir verbessern sollten. Und auch die er verbessern sollte, ja. Die nicht ich verbessern sollte, sondern er verbessern sollte. Die dir aufgefallen sind, die er verbessern sollte. Genau, die mir auf jeden Fall. Es wird übrigens auch oft gefragt, was muss man bauen, um angenommen zu werden? Ihr könnt alles bauen, Hauptsache die Umsetzung ist gut. Es darf natürlich nichts Rassistisches, Sexistisches, was auch immer sein, aber ihr könnt echt jeden Stil bauen, Hauptsache ihr macht's gut. Nächstes Plot. Ja, nächstes Plot. Dieses Plot habe ich schon gesehen und ich habe mich gefreut, dass der abgegeben hat, weil das Plot wirklich ein schönes Plot ist. Okay, gehen wir mal rüber. Wir haben hier Struktur, wir haben hier Bäume und jetzt werden viele sagen, wir haben hier kein Terraforming. Doch, es ist Landschaftsgestaltung da, nur halt sehr wenig, passend zur Struktur. Wichtig. Hinten haben wir einen Garten, der auch einfach dem Ganzen ein bisschen mehr Flair, ein bisschen mehr so Stadtfeeling verleiht oder ein bisschen, sagen wir mal, Nobelviertel, weil es eher so ein barocken altes Haus ist. Genau, oder halt eventuell genau am Wald gerade anfängt, aber es ist auf jeden Fall noch ein sauberes Haus, also hat es halt auch einen gepflegten Gartenteil oder so ein Teil, der noch aus Natur besteht, aber der ist natürlich trotzdem gut gepflegt. Genau, und was halt sofort ins Auge springt, ist einfach, dass das ganze Haus vom Aufbau her symmetrisch ist. Es ist aber in dem Fall eigentlich ein guter Aspekt, wenn wir jetzt von hier gucken oder auch von der anderen Seite, einfach ein schönes Bild von der ganzen Struktur haben. Hier hinten, sagen wir jetzt mal, ist die hässliche Seite zum Wald hin und da vorne haben wir dann das prunkvolle, dieser Turm in der Mitte mit den Fenstern außen, einfach schön gemacht. Der Eingang ist schön abgegrenzt mit einem Quarz-Detail, was auch im Dach wieder aufgegriffen wird. Sehr gut. Aufgreifen von Details, wie zum Beispiel Vordach beim Eingang und wieder im Dach. Ist gut gemacht. Das überfordert dann nämlich auch nicht. Das ist gut sowas, ja. Genau. Auch er hat hier ein bisschen variiert. Er hat ja den Block, den viele im Dach verwenden, nämlich Brick als Fassadenblock benutzt und dann halt quasi den Stone Brick im Dach. Wirkt gut. Ist ein bisschen vielleicht fragwürdig. Könnte man auch anders machen. Ist kein Problem. Eigentlich gut gewählt. Ein kleiner Kritikpunkt an dem Äußeren. Wir haben hier sehr oft das gleiche Fenster. Es ist natürlich auch ein bisschen so ein Indiz für diese Art von Struktur oder quasi Aspekt der Struktur. Könnte es ein bisschen variieren. Und was er machen sollte, ist vielleicht den Schornstein, der verschwindet ein bisschen in der Fassade. Den könnte man aus einem anderen Material machen. Müsste man aber auch überlegen, was für eins. Wir haben hier aber auch Inneneinrichtung, was auch sehr gut ist. Okay, wir haben hier, super, wir haben hier eine Stufe und wir haben hier eine Leiter und die Leiter führt in den Dachboden, Leute. Das ist ein sehr gutes, kleines Detail hier am Rande. Einfach beachtet, was so im echten Leben benutzt wird und wo eine Leiter benutzt wird und wo eine Stufe benutzt wird oder eine Treppe. Wir haben hier quasi auch noch einen kleinen ein Schlafgemach hier oben. Das ist alles schön eingerichtet mit coolen Stühlen. Es hat was. Ist einfach richtig schön. Einrichtung ist natürlich auch noch verbesserungswürdig, aber das ist auf Plot 1 jetzt eigentlich schon so das, was wir sehen wollen. Einfach, dass ihr was gemacht habt und dass ihr euch getraut habt einzurichten oder halt einfach die Mühe gemacht habt einzurichten. Und wir haben auch eine Küche. Die Küche ist sehr gut gestaltet. Einfach ein Kühlschrank, der schön gebaut wurde in Minecraft und halt auch einfach so eine Küche. Theke. Passt einfach alles und alles einfach stimmig. Also es gibt in der Zeit, wo dieses Haus stehen könnte, auch eine Küche oder eine Küchenzeile. Passt. Es ist sehr stimmig. Die Bäume an sich sind ausreichend. Sind gut gemacht, sind halt Tannen, sind auch eine der Bäume, die man wirklich gut machen kann, auch für Anfänger, die sind nicht schwer, die kann man sehr schnell lernen und ja, der Aufbau ist auch gut. Ich denke, dass die positiven Aspekte hier eigentlich überwiegen und deswegen will ich den auch auf Plot 2 sehen und deswegen wird er auch angenommen. Genau, Toast, Brot, Stempel, Gratulation, gutes Plot. So, und das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, das Ganze konnte euch ein bisschen nur helfen und zeigen, was für Plots uns gefallen, beziehungsweise ihr konntet sehen, dass uns dieses eine Plot gefällt. Uns gefallen natürlich auch Plots in ganz vielen verschiedenen anderen Stilen. Es gibt nicht den einen Stil, den man bauen muss, um Pixelbeast zu werden, sondern man muss einfach gut bauen. Das kann man in ganz vielen verschiedenen Stilrichtungen machen. Am Ende muss man uns einfach nur mit dem, was man erstellt hat, natürlich überzeugen. Schreibt uns gerne auch mal in die Kommentare, wie ihr das letzte Plot fandet. Und vergesst nicht uns, wenn euch das Video gefällt, gerne einen Daumen nach oben zu geben, weil das unterstützt uns mit unserer Arbeit wirklich extrem.
extrem. Sollen wir mal ein Video machen, wo wir richtig coole Plots, die auf unserem Server schon entstanden sind, vorstellen? Also natürlich neben den Videos mit den Top-Plots, die ja eh kommen. Da könnt ihr euch übrigens auch inspirieren lassen, wenn ihr coole Plots sehen wollt. Aber jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch diese Art der Videos gefällt, könnt ihr uns links oben abonnieren oder euch rechts ein anderes Video anschauen oder links unten unseren Minecraft Maps Shop auschecken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt cool, haut rein und cheerio!